So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Super RTL. What the fuck? Ja. Wir sind gerade auf unserer 1000-Meilen-Mission, wofür wir immerhin schon 28.000 Dollar bekommen. Ja, schon mal schön. Oh, das ist ja ein komischer Zug da vorne. Ja, sieht ja sehr komisch aus. So, wie viele Meilen haben wir eigentlich noch vor uns? Wir haben immer noch 840 Meilen vor uns. Also ich schätze mal schon, also zwei Folgen wären es mindestens noch. Jetzt gehen wir also von drei Folgen aus. Also jetzt mit der zusammen drei Folgen. Ready to roll. So. Straße frei, sehr schön. Diese Gegend sieht so geil aus, Alter. Ich könnte schon wieder die ganze Zeit in der Ansicht hier fahren. Was ist da vorne los? Wow. Ups. Entschuldigung. Oha, okay. Das erinnert mich gerade irgendwie also ich weiß gar nicht mehr, welches, aber irgendein Horrorspiel. Diese Brücke gerade. Also auch so das Gesamtsetting so, ne? So mit dem Wald, der darum enger wird und der Ausfahrt direkt vor der Brücke. Wow, 35, wir sind da viel zu schnell hier gerade. Alter, meine Fresse, geht das ab hier? Go straight on. Diese Schattenwürfe hier auf an den Felsen, ne? Das ist so krank, ey. Schon wieder so ein Tiefflieger, ne? Ukiah. Von da kommt bestimmt Ikea. Aha. Ja, der da vorne dreht seine Runden scheinbar. Ach ja. Also, ich will mal Lichter machen. Ach, war an. Oh. Wir sind die ganze Zeit mit Licht gefahren. Ja, lol. Hätte man uns ja auch mal sagen können hier, ne? Dieses Gebiet ist so geil. Das hier ist genau meine Gegend, Alter. Alles so richtig, so genau mein Style. Oh, ist das geil. Eigentlich mal Status aus. Ah, ist noch weit im grünen Bereich. Wir sind weder müde noch brauchen wir einen Tank. Können wir also noch ein Stück gefahren hier in der Dunkelheit. Sehr geil. Weil ich gar nicht weiß, ob ich das möchte. Da kann man nämlich nicht so schön die Landschaft genießen. Was machen die schon wieder? Warum bremsen die? Ihr Schweine. Wa, wa. The fuck is going on?
Junge, was hast du denn fahren gelernt? Du Hurensohn. Meine Vorreise mit Käse. Okay, keine kein Schaden bekommen zum Glück. Sehr gut. Bin ich nur mit einem Herzkasper davon gekommen? Oder runter bei dem Wetter? Ich glaube, ich krieg einen Hitzeschlag. The fuck? Interessant. Okay, let's go. Nein, halt. Das da. Brr. Was ist hier los? So, da vorne ist ein Motel. Ein Laufhotel wäre mir jetzt lieber. Das ist eine Tankstelle, aber wir können da weder pennen noch sonst irgendwas machen. Sehr interessant. Die Stock hat es auch schon wieder extrem. Also super. Bei dem Unfall hat es sogar das Spiel was wegbekommen. Alter. Was ist mit dieser Performance in dem Spiel? Was ist los? Das ist doch nie normal. So, wisst ihr was? Leckt mich. Na gut, so viel Unterschied war es auch nicht. Na guck mal, da vorne ist eine Parktasche. Da werden wir da direkt mal Pause machen. Achso. Die Parktasche kommt erst noch. Okay, let's find a new route. Go straight on. Digga, was ist los mit mir? Dieses Gebiet eignet mich gerade auch an irgendein Horrorspiel. Da hinten mit diesem Geländer und dahinter ist dunkel. Und hier ist so Parktasche. Aber ich hab doch in letzter Zeit gar keine Horrorspiele gespielt. Und Let's Plays davon habe ich auch keine geguckt. Warum also? Vielleicht Entzugserscheinungen? Kann das sein? So. Der wäre einigermaßen günstig? Ja, geht so. So, dann, ich hoffe mal, wir haben dafür genug Zeitreserve. Wie sieht es denn gerade aus? Wir haben noch 20 Stunden. Wir haben nur 20 Stunden? The fuck? Okay, also kein Pennen gehen mehr. Das ist ein bisschen blöd, weil in 13 Stunden müssen wir die nächste Pause machen. Ich glaube, das war doch keine gute Idee mit dem Pennen gehen. Ich dachte, bei so langen Missionen hat man immer extrem viel Zeit, aber nö, so gar keine. Das ist jetzt ein bisschen ungeil, muss ich ja mal sagen. Eieiei. Dann müssen wir mal ein bisschen sputen hier, ne? Mal ein bisschen hier. Scheiß was auf 55 Mal pro Stunde. Let's go! Na gut, da vorne kommen ein paar enge Kurven. Am besten nicht so, zu viel Let's go. Aber so ein bisschen Let's go, ne? So ein bisschen Let's go. Das Spiel hat doch hier schon wieder so ihre... Was ist denn mit dem Spiel hier gerade los? Ganz, ganz komisch hier gerade, ey. Das ist ja... Alter Schwede.
ein bisschen eng hier. Da ging Verkehr. Ah, kommt eine Kurve. Scheiße. Ah, ja, fuckt. Ups. Dass die auch alle so langsam fahren müssen. Eieiei. Das war gerade wieder mehr Glück als Verstand. Oder mehr Glück als Skill. Ich muss auch immer in Rechtskurve überholen, kann das sein? Aber da vorne ist frei, zum Glück. Oder auch nicht. Komm, zieh vorbei. Los, schnell, schnell. Ja, danke. Schon wieder eine Rechtskurve. Warum so viele Rechtskurven hier? Ich hasse doch Rechtskurven. Die sind mir immer zu sehr rechts orientiert, ne? Auch so eine schöne Landschaft, wo man so schön Pause machen kann. So viele geile Gebiete hier. Engere Kurven, aber alles im grünen Bereich noch. Die Kurve könnte echt gefährlich werden. Ah, ne, alles im grünen Bereich, alles im grünen Bereich. Easy peasy. Schöne Brücke hier. Ich weiß auch gar nicht, was wir gerade für Fracht geladen haben. Butter, na gut. Wenn wir da ein bisschen rabiater fahren, kann die Butter höchstens zu Butter werden. If you know what I mean. So. Heurika. Ja, Heurika. Wow, 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 wow. Ha, wir hatten noch grün. Ah, da vorne ist rot. Schönes bisschen Autorennen hier, frisch die Sinne. Gleich wird grün. Und dann geht's los. Wo sind wir eigentlich? Interessante Parktaschen hier. Sieht schon mal sehr interessant aus. Okay. Ja, gleich haben wir grün. Wir beschleunigen sogar schneller als der Rote neben uns. Nein, 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 nein. Direkt mal abdrängen hier. Nee, lieber nicht. Das heißt, hier wieder unlauterer Wettbewerb. Boah, boah, Alter. Okay. Die Kurve war doch ein bisschen härter, als ich dachte. Ah. Oh nein, oh nein, oh nein, nein. Oh. Hat keiner gesehen. Guck mal, wir haben grün. Haha, du siehst doch.
Nee. Was ein schöner Teich hier, ne? Geil. Ich habe gerade schon jetzt wieder eine Fahrbahn gesperrt, aber zum Glück nicht. So. Vorne gibt es eine schöne Kurve, okay. Sieht aber fast so aus, als wenn es besser wäre, wenn wir hier lang fahren, oder? Wetter, das ist ein Auto. Bitte kein Auto. Ja, Glück gehabt, okay. Easy. Okay, das ist geil. Actually. Cool. Und wir haben schon einen Geschwindigkeitsboost bekommen. Wow, apropos Geschwindigkeitsboost, hier geht es aber ja schon ab. Eieieiei, ganz schön enge Kurven hier. Boah, Alter, Leute, boah, holy shit. Mein LKW fliegt gleich. Da drücken mich die Hänger erstmal schon nach außen, also die Auflieger. Den einzigen Hänger, den ich habe, ist ein Cliffhanger. So, hier ist wieder schön einspurig leider. Schade. Ah, zum Glück kein Gegenverkehr und es ist wieder zweispurig. Sehr schön. Von diesen Autos gibt es viel zu viele. Muss ich ja mal gesagt haben. Aber warum war ich denn jetzt aus? Meine Spur. Oh, Alter. Holy shit. Oh, oh, oh. Holy moly, was mache ich hier bitte? Das ist ja schon mehr als illegal. Warum so schnell? Warum nur eine Spur? Bitte kein Gegenverkehr. Bitte kein Gegenverkehr. Fuck my life. Okay, okay. Da vorne kommt ein paar Schlenker. Boah. Zum Glück kommt jetzt der Gegenverkehr. Oh. Bin ich keine Ruckler? Eigentlich haben wir nur Butter geladen. Okay, hier mal bremse ich mal lieber ein bisschen. Die ist ein bisschen sehr eng, die Kurve hier. Bei engeren Kurven. Oh, guckt euch das Meer an. Ja, das ist hier schön im Meeresgebiet. Strandgebiet, meine ich doch. Geil. Und da ging Verkehr? Nö. Let's go. Warum bist du so schnell? Warum fährt der hier so schnell? Ich glaube, den zu überholen wird schwierig. Ich meine, da vorne da kommt ein LKW, da muss er bremsen. Oh, oder er bremst so schon. Okay, bitte kein Gegenverkehr.
What the fuck is going on? Boah, Alter, das ist ein krasses Gebiet. Oh, ist das gut. Ist er stehen geblieben? Scheinbar. So, wie viel Zeit haben wir mittlerweile aufgeholt? Wir haben noch 10 Stunden und müssen 11 Stunden da sein. Ne, wir brauchen noch 11 Stunden und müssen in 10 Stunden Pause machen. So. Sieht gut aus. Ein bisschen Zeit müssen wir noch rausholen. Nein, ich wollte Hilfe. Das da und dann das da. Ich meine, eigentlich kann das Ding ja sogar da bleiben. Das wird ja gerade nicht wirklich. Aber ihr steht hier gerade ein bisschen. Warum fahrt ihr hier so lang? Kommt kein Verkehr? Was so? Was? Hilfe, Mami. Stopp. Das wird nichts. Der hätte durchs Haus durchfahren müssen. Das wäre mir auch ein bisschen zu riskant gewesen, offen gesagt. Ah, jetzt geht es natürlich wieder schön bergauf, Alter, und ich habe gerade mein gesamtes Momentum verloren. Eine Scheiße geht hier gerade bergauf, alter Schwede. Oh. Muss es schaffen. Los. Mama, Speed hier. Oh, Alter. Guckt euch das an. Guckt euch diese Scheiße an und sagt mir, dass das nicht cool aussieht. Ist das krass oder was? Oh, das ist krass. Yay! Freie Bar mit Marzipan. Oh oh, ein bisschen enge Kurven hier. Bitte kein Gegenverkehr. Sonst bin ich gefickt. Oh, okay, ich bin sowieso gefickt. Das ist eine Kurvenrechtstrecke. Was ich jetzt gerade mache, ist dumm. So ein bisschen auf den Bahnsteigen zu fahren. Alter, guckt euch diese Gegend an. Einfach schnieke. Sehr, sehr schnieke. Wieder so viele Schlenker hier. Weiter. Alter. Oh mein Gott.
Hier würde ich gerne mal runterfahren und ein bisschen rumkurven, ne? Das wäre so geil. Leider ist sowas vom Spiel nicht vorgesehen. Ah, ich hab eine Erdrutsche, ne? Bleib still. Wow. Nice. Ich stand doch gerade ein bisschen zu lange auf der Bremse, aber... Ist er. Die Leitplanken unterstützen einem nicht, die Leitplanken sind einem nur im Weg. So, wenn die Leitplanke da nicht gewesen wäre, wäre es kein Problem gewesen. Aber nee. Da ausgerechnet da, wo man lang möchte, muss eine Leitplanke sein. Unerhört. Diese Straßenbauer muss man einsperren. Naja, solange sie nicht auf die Idee kommt, Leitplanken quer zur Fahrbahn zu bauen, geht's ja noch. Schaden bekommen? Ja. Ah, ne. Die 2% müssten ja Bereifung und so sein, ne? Na gut, sieht man hier leider nicht, weil es nicht unser Auflieger ist. Aber ich schätze mal schon. Hauptsache die Fracht ist heile. Und da muss man schon mal sagen, Butter kriegt man nicht so leicht kaputt. Ja. Hier schon wieder los. Ach so, eine Ampel. Nee. War doch, Ampel. Ach ja. Das habe ich nicht für eine Geburtskette. Oh ja. Falsche Berge. Schon wieder rot. So ja, nee. Der hier mit auf der Straße. Da vorne wird auch schon wieder rot, ich glaube das nicht. Sind denn hier alle gegen mich? Gerade sagen, also langsam ist ja aber hier, ne? Ich hätte gerne eine grüne Welle, keine rote Welle, das ist davor, da ist schon wieder rot. Ja gut, jetzt fahrt.
Warte mal! Oh, hier Decke! Oh. Aber irgendwie ist das hier die Stadt der roten Ampel, kann das sein? Unser Puffer, den wir hatten, verringert sich schon wieder. Jetzt haben wir wieder 2 Stunden Differenz. Kacke. Los, lass mich rein. Hier ist keine Ampel mehr. Hier, du gehst jetzt hin. Wag es hier. Deine brave Schranke. Hör auf. Gut. Raus aus der ganzen Katastrophengebiet. Ja, können wir hier auch nur zur Pause machen, ne? Na ja, egal. Einfach mal noch ein Stück. Ui. Dieses LOD ist viel zu niedrig eingestellt, dass die Sachen immer erst kurz vor unserem sich ändern. Gerade bei der Brücke, da sah ja gerade ultra behindert aus. Da wurde auch kommen bei der eingekurven. Also was, versuche ich hier gleich mal ein bisschen Pause zu machen. Ja, fahre ich mal ein bisschen so rein. Ja, kann man gar nicht. Schade eigentlich. Na gut, da vorne ist ja eh so ein Rasthof. Dann rasten wir da mal. Jutchen, dann soll das mit der Folge gewesen sein.
Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir den Auftrag fortsetzen. Bis dann.